Hallo meine lieben YouTube-Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich habe heute einen Unboxing-Marathon für euch, ja. Den wollte ich erst gar nicht drehen. Das ja heißt, ich würde nur Post zeigen, damit ich Post bekomme. Aber mich hat einiges erreicht. Und zwar habe ich hier zwei große, riesengroße Pakete und die sind echt schwer. Und ich habe hier noch Versandtaschen und einen Brief. Ja. Und ich würde euch das gerne zeigen. Und für die, die es gerne gucken wollen, können natürlich gern dranbleiben. Und für die, die es nicht wollen, einfach abschalten. Ich schreibe es natürlich wieder unten in den Titel. Ich muss es leider nochmal wiederholen, dass das zum Video gehört. Ich habe heute Geburtstag und ich habe jetzt heute mal 5 Minuten Zeit. Kuchen sind fertig und deswegen packe ich jetzt mal meine Post aus, weil alle schon neugierig sind, was da drin ist. Und ich muss aber erstmal mit einigen Leuten hier auf YouTube schimpfen und zwar aufs Derbste. Ja, ihr Mäuse, als erstes habe ich eine Versandtasche bekommen von meiner lieben Dani Maus, die liebe Dani Sahne. Hi Maus, ich grüße dich mal ganz lieb. Sie war die erste, die was geschickt hat. Ich hatte sie eingeladen, aber da die Dani im Moment beruflich ein bisschen viel eingespannt ist, kann sie nicht kommen. Und dann habe ich gesagt, dann machen wir es das nächste Mal. Ja, dann erreichte mich dieser Umschlag. Und den habe ich jetzt aufgemacht. Es steht überall drauf, erst am 20.07. öffnen. Es ist noch alles zu komplett. Den habe ich jetzt aufgemacht für euch. Und den packen wir jetzt aus. Aber Maus, du sollst mir nichts schicken. Ich weiß, du kannst nicht kommen und von daher ist nicht schlimm. Absolut kein Problem. Das können wir gern verschieben. Wir treffen uns 100% noch. Aber du hättest mir nichts schicken müssen. Aber ich bedanke mich natürlich unheimlich bei dir. Aber das habe ich dir auch schon über WhatsApp gesagt. Ja. Als erstes hat die liebe Dani mir einen kleinen Brief reingemacht für Nadelmaus zum Geburtstag. Hey Maus, da ich leider nicht zu deiner Geburtstagsparty kommen kann, dachte ich schicke dir eine Kleinigkeit zu deinem Tag. Hoffe, du freust dich darüber. Viel Spaß damit. Bleib so, wie du bist. Feier schön. Denk an dich, deine Dani und Bela. Ich denke, Maus, ich darf es vorlesen. Habe ich jetzt einfach gemacht, weil war nichts drauf gestanden, dass ich es nicht zeigen darf. Ich weiß auch nicht, ob ich ein Video darüber machen darf oder soll. Ich mag es jetzt einfach, weil ich mich drüber freue und ich einfach finde, dass es jeder verdient hat. So, dann hat sie mir von Montagne Jeunesse, sie kennt mich natürlich, ich liebe diese Masken. Eine Peel-Off-Maske, glaube ich, ist das, reingemacht. Und ja, Honey and Cream und Kukumba, ich denke Kukumba, keine Ahnung, es ist auch nicht auf Deutsch geschrieben, auch nicht auf Englisch, also von daher kann man schlecht irgendwie entziffern, um was es geht. Ah, hinten drauf eine Gurken-Peel-Off-Maske und eine Reinigungs. Ja, auch nochmal eine Peel-Off-Maske. Werde ich auf alle Fälle probieren. Mit diesen Peel-Off-Masken habe ich ja nicht so unbedingt gute Erfahrungen. Die mag ich eigentlich nicht so. Aber ich probiere sie trotzdem aus und werde dir natürlich berichten. Danke, Maus. Dann hat sie mir rein von Kneipp, traumhafter Schaum. Schäumendes das Badesalz, verwöhnen. Rose und Kamille, das kenne ich schon, das hatte ich schon. Und das ist echt klasse. Und ich liebe diese Kneipp-Bäder. Und die halten auch wirklich, was drauf steht. Und da freue ich mich natürlich. Ich liebe Baden. Ja, meine Maus kennt mich natürlich. So, dann hat sie mir ein bisschen was von ihrem Washi-Tape abgetreten, nennt man das bei uns. Und hat es mir hier so drauf gemacht. Einmal so kleines, dann das hier mit der roten Bordüre, dann das blaue. Hier Regen. Ich hoffe, heute kommt keiner. Und noch so eine schöne Klammer. Und dann hat die Dani gemeint, ich habe so wenig Essie-Nagellacke. Und dann hat sie mir diesen kleinen hier von Essie reingelegt. Der ist süß. Ich glaube, ich habe den schon nur in groß. Oder ist das wieder eine andere Farbe? Es könnte auch nur mal heller sein. Steht keine Farbe drauf. 16L NOO. Keine Ahnung. 346 Brights No Chromes.
Ich denke, dass es der ist. Ist auf alle Fälle eine schöne Farbe. Werde ich wieder in mein Regal stellen. Ich muss jetzt bald anbauen. Dann hat sie mir einen Augenbrauenstift von Rival de Loup rein in der 02 Brown. Zur Betonung oder Korrektur ihrer Augenbrauen habe ich noch nie benutzt. Weiß ich auch nicht, ob ich es benutze, weil, ich weiß nicht. Mir sind meine Augenbrauen eigentlich ganz okay so. Habe ich mich noch nie drum gekümmert. Könnte ich mal machen. Werde ich mal gucken, ob ich das benutze. Und wenn nicht, findet sich bestimmt jemand. Dann hat sie mir aber noch was rein. Das finde ich ganz toll. Das kenne ich auch überhaupt nicht. Guckt mal an. Das ist eine Diamantseife. Ich dachte erst, okay, Diamantseife kenne ich nicht. Schmuckstück in jeder Seife. Dann war da so eine Karte drin. Erlebe ein außergewöhnliches Beauty-Erlebnis mit deiner Diamantseife und entdecke ein verborgenes Schmuckstück im Wert von 10 bis 250 Euro. Diamantseife steht für hochwertige Seifen, wunderschöne Schmuckstücke und einzigartige Qualität. Was dieses FS unten heißt, weiß ich nicht. Und da ist dann so eine Seife in so einem Säckchen drin und nochmal extra eingepackt. Und die ist jetzt mit Lemongrass und die riecht bombastisch gut. Leute, die ist echt viel zu schade zum Aufbrauchen. Und da soll, wie in diesen, kennt ihr diese Juwelkerzen oder diese anderen, wo es da gibt, da sind auch so Schmuckstücke drin und da muss man sich ja quälen, die leer zu machen. Das finde ich eine ganz, 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 ganz tolle, goldige Idee. Ich kenne das überhaupt nicht und ich freue mich drüber, Maus. Ja, ihr Lieben, das war mein kleiner, feiner Umschlag in Lila, meiner Lieblingsfarbe von der lieben Dani. Ganz, ganz lieben Gruß an dich, Maus, und nochmal lieben, lieben Dank. Das hättest du echt nicht machen brauchen. Also, dass du an mich gedacht hast, langt mir total und ich finde es echt super. Also, ihr sollt doch das nicht machen, Mensch. Ja, jetzt haben wir 7 Minuten. Ich hoffe, es macht euch nichts aus, wenn ich noch eine Versandtasche dazu mache. Eine etwas größere. Ich zeige euch jetzt auch nicht einen Absender, weil der kommt auf alle Fälle aus Rostock. Das kann ich euch mal so sagen, weil ich glaube nicht, dass die Leute das wollen, dass ich hier die Adresse öffentlich zeige. Ich meine, meine könnt ihr gerne sehen, aber die von meinen Absendern. Ich schneide die jetzt mal auf. Oder schneide den jetzt mal auf. Und legt ihr hier mal alles vor den Tisch. So, genau. Als erstes habe ich hier mal eine echt wunderschöne, super Karte. Und zwar steht da drauf, herzlichen Glückwunsch. Die finde ich ganz toll. Und habe ich mir doch gedacht, von wem die ist. Liebe Nadel, ich wünsche dir alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Vor allem wünsche ich dir Gesundheit. Mögen all deine Wünsche in Erfüllung gehen. Deine Fuxi. Und zwar ist das von meiner lieben hübschen Maus, die auch einen ganz großen Kussi von der lieben Fuxi Fuchs. Ja. Und sie hat mir gesagt, dass sie mir was, eine Kleinigkeit schickt. Und ich habe gesagt, nein, du schickst mir nichts. Und hat sie gesagt, doch. Mein Mann hat auch gesagt, ich soll dir was schicken. Ich habe gesagt, nein. Ihr seht, ich muss meine Abonnenten erschlagen. Sie machen es trotzdem. Oh Mann, ihr seid echt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ihr sollt doch das nicht. Das ist mir echt total unangenehm. Also wirklich. Und oh, da bekomme ich schon wieder Pipi in die Augen. Mann. Also, danke, danke nochmal an dich und natürlich auch an Dani Sahne. Ja. Ich werde die Videos auch untergliedern, weil ich bekomme das nicht alles in ein Video rein, sonst laber ich euch 5 Stunden voll. Jawohl, die Sonne kommt raus, ich freue mich. Ah. Ah. Sorry. Die liebe Fuxi hat mir ein ganz, ganz tolles Armband rein. Guck mal, das ist echt wunderschön. Darf ich das so sagen? Das ist echt total klasse. Und ich finde das ist richtig genial gemacht. Das sind so tolle Muscheln. Und sie wohnt in Rostock und wir waren ja schon in Rostock im Urlaub. Ist zwar schon ein paar Jahre her, aber ich habe mich einfach in die Gegend da oben verliebt. Ich finde das so genial. Ich liebe das so und ach, kommt natürlich hier an meinen Arm. Nur kann ich das jetzt nicht im Moment zumachen. Ich probiere es mal. ja.
geht so einigermaßen. Ich muss später dann von meinen Kindern festmachen lassen. Oh, lieben, lieben Dank, da freue ich mich echt total drüber. Jetzt habe ich wenigstens ein bisschen Rostock bei mir und ich muss unbedingt da wieder hin. Und wir treffen uns dann auf alle Fälle. So, dann hat sie mir noch von Mesmerein türkische Bayram Apfelfeige. Oh, der riecht toll, fruchtig süß. Den werde ich mir mal zu Gemüte führen. Vielleicht heute Mittag schon, wenn die Gäste zum Kaffee kommen, weil ich trinke ja keinen Kaffee. Türkischer Bayram Apfelfeige habe ich noch nicht probiert, werde ich auf alle Fälle. Oh, und dann hat sie mir natürlich, da hat sie mir übrigens zwei rein. Sie weiß, dass ich gerne baden gehe. Ich habe von Isana einmal dieses Zeit zum Glücklichsein, Badeperlen mit Bambusöl, pflegend und verwöhnen. Das ist das, das habe ich schon benutzt. Und das ist echt toll und das riecht unheimlich gut. Und Zeit zum Glücklichsein, ich bin glücklich, wenn ich so Mäuse wie euch um mich rum habe. Dann kann ich nur glücklich sein, ihr seid echt... Ach, wenn wir uns nicht persönlich kennen, aber womit habe ich das verdient? Er ist halt echt der Knaller. Also, ich kann es immer nur mehr sagen. Tausend Dank. Dann hat sie mir noch rein von Isana dieses Badesalz Mandarine und Buttermilch mit Mandarinenöl, pflegen und wohltuend. Ach, das liebe ich auch. Das habe ich auch schon öfter gehabt. Ich liebe einfach diese Zitrusfrüchte und Lavendel und das... Oh. Und sie weiß auch, dass ich Masken liebe ohne Ende. Da hat sie mir eine rein von Revaldeloup. Der sofortige frische Kick für müde Haut. Hydro, abschwellendes Augenkonturpad. Das kenne ich gar nicht. Bin ich echt gespannt und werde ich natürlich ausprobieren. Wie gesagt, das kenne ich überhaupt nicht. Dann eine Luxusmaske von Schäbens mit Gold, aktiviert die Zellen, verfeinert den Ton, Champagner, Kaviar, Perlen und für alle Hauttypen. Ich glaube, die kenne ich, die habe ich, glaube ich, auch schon mal benutzt und die ist richtig geil. Also von daher, absolut danke. Und die Cleopatra-Maske Beauty Deluxe für glatte und samtweiche Haut, Stutenmilch, Mandelöl, Gelee Royal für alle Hauttypen. Entweder habe ich die schon gehabt oder die. Ich kann es euch nicht mehr sagen, Leute. Auf alle Fälle, ich freue mich total drüber, über beide Masken. Und ich werde die testen. Ja, ich liebe Masken. Ich bin totaler Masken- und Badesalz-Junkie. Und dann hat sie mir noch was eingepackt in so einer Knallfolie. Das muss ich jetzt aber mal abschneiden, weil es ist echt gut zugeklebt. Und zwar ist das eine Eyeshadow-Palette von Essence. Genau, und zwar in der Farbe 01 Cool Breeze. Klingt interessant. Ich mag sie mal. Ich zeige sie euch natürlich erstmal von vorne. Und zwar aus der Nude Girl Serie. Ich mache sie mal auf. Zeige sie jetzt mal. Schöne Farben. Swatche ich aber jetzt für euch nicht, weil ich finde das immer so ultra schade, wenn die dann noch total unberührt sind und man hat sich damit noch nicht geschminkt, dann möchte man da echt ungern reintatschen. Ich bin so, also diese blaue Farbe ist es nicht unbedingt meins. Ich habe ja eher gern diese dunklen braunen Töne, aber ich finde, da kann man echt einen super Augenlook mit schminken und die passt auch gut zu meiner Eyeshadow-Palette, die ich in Lila habe. Also von daher, Maus, danke dir. Bin ich begeistert, werde ich auf alle Fälle mal. Ob ihr natürlich von mir solche Schminkvideos seht, wie von meinen anderen Beauty-Kolleginnen, kann ich euch nicht sagen. Ich bin nicht so der Schminktyp. Und ob ich das so vor der Kamera kann, ist immer so, ne? Ah, bin ich nicht unbedingt so der Mensch dafür. Aber ihr Lieben, wir sind jetzt bei 14 Minuten. Ich könnte noch den einen kleinen Versandumschlag mache ich noch dazu. Da muss ich jetzt das so rummachen, weil da der Absender drauf ist. Ist auch an mein Postfach gegangen, habe ich letzte Woche rausgefischt. Steht auch drauf, erst am 20.07. öffnen, Smiley. Und ich muss sagen, der kommt aus von einer Katrin. Ich kann mit dem Absender absolut nichts anfangen, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also, ich meine, Katrin, klar, aber mir sagt
erstens der Nachname nichts und mir sagt auch der Absender absolut nichts. Von daher war ich umso gespannter und ich habe es jetzt mal raus. Da ist jetzt ein Brief dabei und eine Karte. Und ich weiß nicht, ob ich es vorlesen darf oder nicht. Ich gucke mal schnell rein. Okay, da steht, zu Beginn möchte ich sagen, dass du meine Worte gerne vorlesen darfst. Und zwar hat sie das hier schön, guck mal, mit diesem Washi-Tape gemacht. Das finde ich total klasse, richtig kreativ, hier Schmetterlinge. Und eine richtig tolle, schöne Schrift. Echt Wahnsinn. Jetzt will ich doch mal gucken, von wem das ist. Wie gesagt, ich kann es euch nicht sagen. Hallo Nadine, zu Beginn möchte ich sagen, dass du meine Worte gerne vorlesen darfst. In so manch trüben Tagen, die ich schon erlebt habe, bist du eine von denen, die meine Seele mit ihren Videos erhellt haben. Okay. Deine ehrliche, erfrischende und natürliche Art sind es, die mich immer wieder aufs Neue zum Lächeln bringen. Ich danke dir für diesen Weg dafür und freue mich auf viele weitere Videos von dir. Alles Liebe und Gute, deine Kat B. So, und jetzt hat die Nadel Pipi in den Augen, erst recht. Ja, ich weiß auch jetzt, von wem der Brief ist. Und zwar von der lieben Katrin B. Und ich hätte damit nie im Leben gerechnet. Sie ist schon länger eine Abonnentin von mir. Und sie kommentiert meine Videos immer. Sie schreibt immer unter meine Videos. Sie guckt meine Videos schon echt lange. Und ich finde das so rührend und so goldig, dass sie mir was geschickt hat. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, aber gar nicht. Und liebe Katrin, ich muss echt mit dir schimpfen, das hättest du nicht machen sollen. Also, der Brief, ja, es tut mir leid, ich finde da echt keine Worte dafür. Das ist echt zu viel des Guten. Meine Güte, ihr Lieben, das sollt ihr doch nicht machen. Ich drehe noch am Rad. Ich mache den Brief auf alle Fälle und alle anderen Karten und Briefe in meine Box, die ich immer noch nicht verziert habe. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, aber sie kommen auf alle Fälle da rein. Oh, ja, ihr Lieben, ich muss weitermachen, sonst kriege ich Überlänge. Also nicht böse gemeint. So, dann hat sie mir noch eine Karte reingemacht für Nadel Happy Birthday. Und da steht drauf, zu deinem neuen Lebensjahr mögen dich begleiten Liebe, Gesundheit, Glück, Erfolg, Vertrauen, Fröhlichkeit, Mut und dass sich deine Wünsche erfüllen. Alles Liebe und Gute zu deinem heutigen Ehrentag wünscht dir deine treue Abonnentin Kat B, also Katrin B. Und ich kann nur sagen, liebe Katrin, dir tausend Dank nochmal für das kleine süße Paket. Du bist der Knaller. Ich habe damit echt überhaupt nicht gerechnet. Ja. Und ich weiß echt nicht, wie ich euch damit noch danken soll. Es ist echt. Ja. Ah, sie hat noch was für Selina rein. Das gebe ich ihr dann, wenn sie nach der Schule kommt. Ich lasse es dann zu. Und hier hat sie drauf geschrieben für Nadel. Auch nochmal schön mit Washi-Tape. Du hast mir gar nicht verraten, dass du auch mit Washi-Tape irgendwas machst. Ich hoffe, ich darf auch mal eins deiner Werke sehen. Hast du auch einen Pfeil oder so irgendwas? Meine Abonnenten sind immer hintergründig und ich weiß davon nichts. Oh, das ist sehr schön. Guckt mal, da hat sie mir so ein Armband mit rein. Das lege ich mir jetzt gleich mal um. Oho. Schön hier unten. Mit so einer, könnt ihr das sehen hier mit dieser Perle drin? Echt schön. Liebe Katrin, erzähl mir mal, ob du das selbst gemacht hast. Würde mich echt interessieren. Und dann hat sie für Selina auch noch eine mit rein. Wie gesagt, die gebe ich ihr, wenn sie kommt. Ja. Und dann hat sie mir noch, du magst es lila, Smiley, ja, sie kennt mich. Das ist auch so ein schönes lilanes Band, das gefällt mir auch echt gut. Das müsst ihr mir mal erzählen, was das gibt. Oh, ihr Schlimmen, ihr Schlimmen, ihr Schlimmen.
das sollt ihr nicht machen. Ich bin doch nicht. Ich bin doch nur eine ganz normale Mama, die YouTube-Videos macht, Mensch. Ja, und zwar hat sie mir Sticky Notes rein. Yippie! Aha! Guckt mal, ist so ein schönen Edwin. Und da sind die drin. Und ich finde so einmal lila mit diesen Bordüren, einmal schokobraun. Und dann noch so kleine hier schwarz-weiße und gelb. Das finde ich klasse und mir gefällt das echt. Lieben Dank, lieben Dank, lieben Dank. Ich finde das toll. Ich liebe Sticky Notes und die kommt natürlich. Die Box ist es mit meinen Sticky Notes. Ja. So, ihr Lieben, bevor wir jetzt Überlänge kriegen, wir sind bei 20 Minuten. Ja, ich weiß, normal müsste ich mich darüber nicht aufregen, aber viele regt es auf, wenn ich zu lange Videos mache. Lieben, lieben Dank, ihr drei Mäuse, für diese wundervollen, tollen Sachen. Ich habe mich total gefreut und wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, ihr sollt das nicht machen. Ihr sollt es nicht machen, aber echt. Tausend Dank, dass ich so Menschen wie euch kennenlernen darf. Auch sowas macht YouTube möglich und ich finde es so toll, dass ihr immer zu mir haltet. Immer dabei seid, mich unterstützt, auch wenn es noch so viele Idioten da draußen gibt, die mich gerne untergehen sehen würden. Und ich finde es einfach nur Hammer. Und ich kann einfach nur Danke, 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 Danke sagen. Und ich würde euch echt so gern was zurückgeben, von daher einfach nur Danke. Ja. Und euch anderen, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid nicht böse, wenn ich wirklich für alles ein Video mache, weil ich einfach finde, es hat jeder verdient. Die Leute machen sich die Mühe, die Leute gehen für jemanden einkaufen, die packen die Sachen ein und ich finde echt, es hat jeder einfach verdient. Und deswegen, wer es nicht sehen will, der soll abschalten und wer nicht, der kann gerne dabei bleiben. Ich würde mich freuen. Danke an alle und euch noch einen schönen Tag. Tschüss.